Und damit hallo meine Pokéfreunde und Pokénanten zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Falls ihr euch fragt, wieso ich wieder in Azure City bin und nicht in Orania City, das liegt daran, dass ich ja gesagt habe, ich mache einen Mio-Glitch, das steht auch im Titel, denn wir machen den heute. Und ja, so gesehen wird das jetzt ein kleiner Guide sein, wie man den Glitch vorführt. Und ja, als erstes sollte man hier im Pokémon Center seine Pokémon heilen, damit man, falls man wieder stirbt, also ihr wisst ja, wenn man stirbt, dann landet man da in dem Pokémon Center, wo man zuletzt gesaved hat, bis es zuletzt geheilt hat. Und man sollte auf jeden Fall hier in Azure City heilen. Also machen wir mal eben. So, fertig. Hab's ein bisschen gespeedet. Das geht übrigens in allen Versionen. Pokémon Blau, Pokémon Rot und Pokémon Gelb. Und auch auf dem originalen Game Boy. Also nicht nur Emulator, so wie ich jetzt gerade. Geht überall. Was wir dafür tun müssen, ist jetzt erstmal auf der Route zu gehen. Auf die Route. Hier, ich weiß nicht, wie die Route heißt. Auf jeden Fall, hier sind wir in der Nuggetbrücke. Und dann gehen wir hier durch, durch und durch. Und dann brauchen wir einmal diesen Trainer da unten. Den sieht man jetzt gerade nicht. Diesen Trainer brauchen wir. Den darf doch nicht besiegt sein. Deshalb habe ich ihn auch noch nicht besiegt, Leute. Dann braucht ihr ein Abra oder halt irgendein Pokémon, was Teleport / fliegen kann. Fliegen haben wir so früh im Spiel noch gar nicht. Also wahrscheinlich ein Abra, weil das kann ja Teleport. Und das gibt es hier direkt im Gras. Also das werde ich gleich mal fangen. Ich werde nur eben zeigen, welchen Trainer wir brauchen. Wir brauchen den da. Nicht den da oben, den ich eigentlich dachte. Wir brauchen den da, den noch nicht besiegen. Ja. Ja, und dann werde ich eben ein Abra fangen. So, da haben wir auch ein Abra. Nur das Problem bei Abra ist, es kann nur Teleporter, also müssen wir jetzt sofort im ersten Versuch es fangen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe ganz normale Pokébälle nur. Ja, mal hoffen. Und das war's. Und weg ist es. Gut, dann würde ich sagen, dann fange ich jetzt wirklich eins. Ich wollte nur eben zeigen, dass es auch hier gibt. Also ja. So, da bin ich wieder. Ich habe einen Abra gefangen. Direkt im zweiten Versuch. Ja, klar. Abra wurde gefangen. Für Abra ein neuer Eintrag im Pokédex. Den werde ich mal eben vorlesen, weil ich mache das meinem Let's Play eigentlich immer. Dieses Pokémon kann Gedanken lesen. Droht ihm Gefahr, so teleportiert es sich in Sicherheit. Nein, wir brauchen keinen Spitznamen für ihn. Auf jeden Fall haben wir das jetzt. Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, man kann auch jetzt eigentlich speichern. Gehen nun hier an die Stelle und speichern. Oder Save State geht eigentlich auch. Ich glaube, ich mache sogar jetzt mal eben ein Save State. So. Okay, dann würde ich sagen, was ihr machen müsst. Ihr müsst direkt, wenn ihr bei ihm seid, Start drücken. Sofort Start. So. Jetzt würde er eigentlich, zu uns laufen und gegen uns kämpfen. Aber da wir gerade im Champion-Menü sind, haben wir einfach keinen Bock und wir benutzen jetzt unser Pokémon, Abra und Teleporter. In das letzte Pokémon Center zurückkehren. Ja. Jetzt wird er eigentlich mit uns kämpfen, aber wir fliegen weg. Wir teleportieren uns weg, wie auch immer. Jetzt ist das Spiel sehr verwirrt, denn jetzt denkt das Spiel, wir sind im Kampf, aber wir sind ja eigentlich nicht im Kampf. Man merkt daran, dass der Glitch jetzt funktioniert hat, da welche Strahl drücke. Dass es nicht funktioniert. Man kann Start nicht drücken. Ja. Und das bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal ganz gechillt nach oben. Können keinen Start drücken. Gehen einfach jetzt mal zurück zu dem Trainer, den ich euch gezeigt habe, den wir noch nicht besiegen dürfen. Den besiegen wir jetzt mal eben. Ja, so ein tolles Spiel. Voll mit Glitches. Das ist doch toll. Auf jeden Fall, was ihr aber beachten müsst, erstens, nicht den falschen Gegner, sonst kommt ein ganz anderes Pokémon. Zweitens, ihr dürft nicht so durchrennen, sonst stürzt das Spiel ab oder es funktioniert nicht, der Glitch. Ihr müsst ihn mindestens ein Feld laufen lassen. Ich gehe jetzt mal auf Sicherheit, dass ich ganz nach oben gehe. Ihr müsst auf euch zulaufen können, sonst funktioniert es nicht. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MSN eine Party besucht. Das freut mich nicht, denn das wirkt mich nicht. Ich werde nicht besiegen. Der Teenager hat nämlich ein Fleckmon. Und das ist ganz wichtig, dass man gegen einen Fleckmon kämpft.
am besten machen wir aber ein anderes Pokémon. Irgendwas, das. Ja, Skröte. Ich würde sagen, ich spule den Kampf mal eben vor. Weil das wollen wir eh nicht sehen. Oh, Skröte ist verwirrt. Ach, Mann. Okay, haben wir gewonnen. Und das war's auch schon. Ich bin nicht sauer. Ja, das freut mich. So, was wir jetzt machen. Wir fliegen zurück. Mit ab und wir teleportieren uns zurück. Sagen wir so, wir teleportieren uns zurück ins Pokémon Center. Haben irgendwelche Buchstaben an unseren Füßen. Und jetzt sind wir wieder hier. Wir können jetzt wieder Startmenü ganz normal wieder aktivieren. Was wir jetzt machen, wir gehen einfach wieder auf die Brücke. Und dann passiert Magic. Passt auf. Ich gehe ganz normal, ich mache nichts. Boom. Ich habe nichts gedrückt. Ich schwöre auf alles, was ich besitze. Ich habe nichts gedrückt. Startmenü, Daumen einfach auf. Jetzt drücke ich mal B. Boom. Ein Pokémon-Kampf. Was könnte es sein? Klar, ein Mew. Und so kriegt man ein Mew und Pokémon Blau, Rot und Gelb. Wenn ich ins Gelb spielen würde, dann sähe Mew richtig hässlich aus. Blau sieht dann auch gut aus. Und Rot natürlich auch. Das Schwierige ist nur, Mew zu fangen. Und ich glaube, mache ich auch eben ein Safe State. Also ja. Safe State. Gut. Weil es ist schon ein bisschen schwierig, Mew zu fangen. Obwohl, doch, Satz ist eigentlich schon okay. Rangnebel haben wir eben. Es könnte ein bisschen schwierig sein, Mew zu bekommen. Einfach, oh Gott. Ich habe erstmal überlegt, ob Mew unser VM-Sklave sein soll, aber nee. Volltreffer, das ist gut, das ist gut. Ein Netzbuckeball. Wir hoffen, dass es reingeht. Und ja, ja. First Try, wunderbar, Mew wurde gefangen. Ja, so bekommt man ein Mew. Normalerweise hat man früher Mew mit, also durch ein Event bekommen. Das glaube ich nur in Japan oder so. Auf jeden Fall durch ein Event konnte man das rübertauschen. Also hat Nintendo das für euch rübergetauscht. Auf euer Account. Und dann hattet ihr ein Mew. Mew, neue 8. Viele Experten bezweifeln die Existenz dieses Pokémon. Nur wenige Personen haben es gesehen. Und wir haben es gefangen. Wollen wir einen Spitznamen geben? Nee, komm. Brauchen wir nicht. Gut. Und, ich kann mal noch was sagen. Und zwar, falls irgendwelche Nebenwirkungen sein sollten, was wahrscheinlich nicht ist, aber bei manchen Glitches gibt es Nebenwirkungen. Wie ihr behebt, ihr schaut einfach im Pokédex irgendeinen Eintrag an, irgendwas. Fertig. Und dann ist alles wieder normal. Ja, nur so mal gesagt. Dann, ja, heile ich mal eben mein Pokémon. Sechs Pokémon haben wir jetzt im Team, aber gut. Gut, Abra werde ich jetzt mal raustun. Ich würde aber sagen, Mew mache ich mal, lasse ich aber drin, einfach so aus Spaß. Ist ja witzig, oder nicht? Bills PC. Was eigentlich unser PC ist, aber egal. Ablegen. Abra. Ablegen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich ablege. ich glaube, ich lege aber so wirklich Mew ab. Obwohl, soll ich Mew ablegen? Ich weiß es nicht. Soll ich es machen? Ja, komm. Das ist wirklich ein Mew. Schadet nicht euer Spiel oder irgendwas. Es funktioniert überall. Alles logisch. Nur in den Remakes funktioniert es nicht. Ist aber auch klar. Ist eine andere Engine und so. Ja, wir wollen das Spiel speichern. Gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns gleich wieder in Orania City. So, da sind wir auch wieder in Orania City, oder Orania heißt sie, glaube ich, ja. Ich habe extra jetzt gerade nicht unser Ticket abgegeben fürs Fahrrad. Einfach, weil ich es erst nach dem Schiff machen will. Auf der MSN. Das heißt MSN, glaube ich. Zumindest Menschen heißt das so. Ich nenne es aber MSA. Und nicht NS Anne, wie ich es früher immer genannt habe. Wo ist die eigentlich? Du müsstest hier eigentlich irgendwo sein. Vielleicht ist sie da hinten. Okay, ja, wahrscheinlich ist. Ja, hier ist sie. Können wir schön eine von hinten lesen? Ja. Hafen von Orania City. Ja. Da hinten können wir nicht weiterkommen. Also da ist eine Route. Aber da werden wir noch nicht hingehen. Das machen wir nach dem Schiff, also nach der dritten Arena. Also ja. Schiff, wir kommen. Guten Tag.
Diese MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Oh. Okay. Darf ich einfach durch? Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Mike zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Und rein da. Oder erstmal speichern, ich weiß nicht. So, okay, so. Einfach so speichern. Ach ja. So, jetzt sind wir auf dem Schiff. Und ja. Guten Morgen. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehen sich nach einem Kampf. Ich hätte fast den Satz verkackt. Aber naja. Okay. Gehen wir mal ran. Oh, guten Tag, Mister. Ach, sie wollen kämpfen. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Ist keine Familie oder was? Spaß. Gentleman. Ein Pokémon. Ach stimmt, ich habe Satze. Satze, also übrigens, ich habe Skrutter für ein Level erreicht. 26 ist jetzt. Und ja. Sollte auf jeden Fall Skrutter wieder austauschen. Also Skrutter wechseln. Ist aber auch nur logisch bei Fukado. Boah, nee, bitte keine Verbrennung. Okay, gut. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob Quarkaklare oder Blubstrahl stärker ist. Aber wir sehen, beides killt ihn. Also juckt es nicht, aber Satz ist ja endlich wieder 14. Fukano. Haben wir schon gesehen. Gut, besiegt. Oh weh, verloren. Das siehst du richtig. Ich glaube, man kann sich sogar ins Bett legen und dann heilen, oder? Oder ging das Remake nur? Ich weiß es nicht genau. Nee, hier gibt es nichts. Nur den Kampf. Ich weiß nicht mal, ob man sich hier überhaupt speichern kann, aber man kann, glaube ich, immer raus und rein. Bin nicht sicher. Du willst auch kämpfen? Okay. Du Rotznase! Was fällt dir ein? Achso. Ich bin einfach so in sein Zimmer reingegangen. Na gut. Ein Kämpfer hat gegen mich. Anscheinend war das friedlich, ohne Kämpfe klären. Ein Nidoran männlich. Mit einem Giftstachel, der mir wehtut. Windschuss. Ich habe schon lange kein Pokémon gespielt. Vielleicht sieht man, merkt man das auch. Ich habe ein paar von meinen Folgen angeschaut, damit ich ein bisschen reinkomme wieder. Und ja, ich glaube, es hilft auch. Falls irgendwas mit meinem Mikro ist, ob ich zu leise oder zu laut bin, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Können wir auch gerne ein paar Themen in die Kommentare schreiben, die werde ich dann hier beantworten. Also nicht Fragen, sondern Themen. Also beides geht auch, aber dann kann ich sie hier ein bisschen unter den Nagel nehmen. Ein weibliches Nidoran. Okay. Ich werde nur speeden, wenn beim einen Trainer das gleiche Pokémon kommt, weil das hat man ja schon gesehen. Und das finde ich dann persönlich langweilig, wenn man nochmal den gleichen Kampf sieht. Finde ich langweilig. Gut, da haben wir es auch. Und ja. Party Level 23. Nice, läuft. Aha. Okay. Mist, du bist ganz schön gut. Das weiß ich. Ja, die Räume sind einfach alle Copy and Paste. Mit anderen Trainern. Das ist schade. Remake ist das viel besser gemacht. Oh, hi. Steward, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ich bin nicht Steward. Es tut mir leid, Lady. Ich bin nicht Steward. Oh Gott. Hallo? Also, nein? Oh, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Und du nicht? Ich reise immer mit Knuddeluff. Knuddel, Knuddel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mal sagen soll. Also, ja. Moin moin, du Landratte. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Naja, eigentlich schon, aber unser Charakter nicht. Du bist kämpfen? Ja. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Die Göre mit zwei Pokémon. Ein Taubsi. Unzählige Pokémon sind zwei für sie. Okay. Ein Taubsi, was man überall finden kann. Hier geht Sandern mal ran.
Ein Ruckzuck-Hieb kommt da raus. Da habe ich einen Geowurf raus. Oh, ist das Sandwirbel? Nice. Die Kugel, die Rolling-Kugel ist wieder da. Boom. Came in like a wreck. Okay. Das wäre ein bisschen zu cringy. Ach was, komm. Habe ich eigentlich Heiltränke? Ich glaube nicht. Shit. Oh Gott, oh Gott, oh Volltreffer, oh nee. Was? Nein! Ich brauche. Nein! Supertrank! Ich habe nur Supertränke. Okay, RIP. Muss ich benutzen. Muss ich. Was hätte ich denn sonst machen? Ich dachte eigentlich, man kann sich hier irgendwo heilen, wenn man ein Bett geht oder so. Aber anscheinend ist es nicht so. Ich weiß ja nicht, ob man wieder vom Schiff raus kann. Ich kann es ja gleich mal ausprobieren. Ja, ich probiere das gleich mal aus, wenn ich hier fertig bin. Denke ich mal. Ach komm, Nidoran. Ja, komm, ich wechsle, glaube ich, oder? Ja, komm, Partex. Das war's. Das waren echt viele Pokémon, die. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Das glaube ich. Jetzt glaube ich sie nicht mehr. Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Ja. Kann man so sagen, ja. Ein Teenager möchte kämpfen. Ah, oh, das hatten wir doch schon. Ja, ja. Cortex. Bam, bam. Bam. Oh, Level 15. Nice. Gift, Bruder. Ich bin stolz auf dich. Satz wird übrigens unser Abfucker-Pokémon mit Giftpuder und alles. Wow, du bist cool. Ach, wirklich? Wir machen eine große Weltreise. Okay, schon wieder. TM08. Oh, ob sich das gelohnt hat. Wir werden es jetzt sehen. Ist das eine gute TM? Es ist... Body Slam. Kann ich nicht benutzen, glaube ich. Nee. Ich kann das niemandem geben. Wie soll ich es geben? Ehrlich, wie soll ich es geben? Hier ist der letzte Raum. Dann mache ich den letzten Raum noch eben. Hallo. Psst, ich bin ein Geheimmanager. Geheimagent, sorry. Ich verfolge das T-Rocket. Psst. Sorry. T-Rocket ist hier drauf? Oder? Was ist hier los? Na, auf jeden Fall. Haben wir die Passagiere jetzt ein bisschen belästigt. Ist auch toll. Können wir jetzt einfach raus? Geht das? Anscheinend. Na gut, ich hab nichts gegen, ne? Geh ich eben heilen. Ein bisschen vorspulen muss leider sein, sonst ist das Spiel sehr langweilig. Gut, dann gehen wir wieder aufs Schiff. Machen noch ein, zwei Kämpfe und dann war es mit der Folge. Jetzt bin ich wieder. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal hier lang. Ach, das ist auch eine Treppe, warte, wo fühlt sich das hin? Ich will noch mal eben gucken, wo mich das hinführt, ob ich das zum Ende hinführe, weil ich kenne die teilweise auswendig. Also zumindest. Nee, okay. Gut, dann werden wir hier weitermachen. Ich muss mal eben mal nachschauen. Level 15 und Sandra ist Level 15. Egal. Guten Tag. Bam, bam. Wartet doch mal. Lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Oh, danke für den Tipp. Dann benutze ich natürlich Sate. Damit wir ein bisschen trainieren. Boah, wie sieht der denn aus? Ach, das ist ein Angler. Das sah ja ganz anders aus auf dem Bild. Das ist ja das Blöde. Auf den Sprites sehen die ganz anders aus als im Ingame, also im Kampf. Das ist irgendwie schade. Ach nee, das kann ja auch Giftattacken. Och Mann. Bitte nicht vergiftet, bitte nicht. Danke. Was? Nicht effektiv? Gut. Komm, Skröte. Hau raus. Ja, ja. Oh, es scheint sehr stark zu sein, das Tackle. Ja, jetzt komme ich wieder. Oh, Pickles. Tschüss, tschüss. Stern, du!
Stern du sollst also sein. Ist nicht mehr verwirrt, das ist gut. Tackle, komm, Musik ist. Bevor die Folge zu Ende ist. Gut, dann werden wir auch in der nächsten Folge die MSN beenden. Ein Muschas. Nein, ich möchte auch nicht tauschen. So, spulen wir ein bisschen vor. So. Schwenden wir unnötig sonst Zeit. Mist, der ist mir entwischt. Das stimmt. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt einfach nach auf links. Da ist das nächste Video. Rechts ist die Playlist und oben kommt ihr auf meinem Kanal. Könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.